Hallo meine lieben Kreativlinge Knack. Ich will versuchen mit euch heute eine Hochzeitskarte zu machen. Aus Papierresten, ihr seht schon, ich habe ein bisschen was rausgesucht. Mit den Stempeln, weil mein Mann und ich, wir haben bald Hochzeitstag. Und da will ich zumindest eine kleine Karte machen. Und ich hoffe, die Spülmaschine nervt nicht, deswegen muss ich jetzt ein bisschen lauter reden. Ich habe schon mal einen kleinen Kartenrolling vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, wie ich die Anordnung am dürfsten mache. Ich wollte so viel wie möglich helle, bunte Farben reinbringen. Deswegen habe ich mir so ein bisschen was rausgesucht. Mal schauen, wie ich das am dürfsten mache, wie ich das jetzt am dürfsten anordne. Ich denke jetzt, ich schneide überall mal so ein paar Zentimeter ab, damit ich einmal überhaupt eine Ordnung reinbekomme, damit ich ein bisschen anordnen kann. Da machen wir mal überall so 2 cm breite Stücke. Und dann gucken wir mal, wie wir das anordnen. Was nehmen wir denn? Und wir nehmen so den Mix. Ich glaube, das Stückchen kann ich dann auch wegschmeißen. Da ist jetzt nicht mehr so viel damit anzufangen. Man könnte jetzt da noch was ausstanzen, aber ganz ehrlich, nein. Irgendwann ist ja auch mal gut. So. So, dann gucken wir mal, wie ich das anordne. Wo ist mein Falzbein? Falzbein ist weg. Okay. Ich wollte eigentlich oben mit Weiß anfangen. Ich ordne jetzt nur mal so ein bisschen an. Und da die sowieso verrückt sind und mein Mann und ich wir das auch sind, braucht jetzt die Karte auch überhaupt nicht gerade oder dergleichen sein. Das passt irgendwie so gar nicht dazu, oder? Obwohl das Pastelltöne sind, aber das passt so ganz und gar nicht dazu. Irgendwie. Fällt mir nicht. Es kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich das so anordne, dass mir das gefällt. Entschuldigt bitte, aber ja, ist halt leider so. Ich schneide jetzt erstmal schnell die Motive aus und dann gucken wir mal nach. Weil die Motive kommen ja auch noch drauf. Und ein bisschen Glitzer darf ja auch nicht fehlen. Die Spülmaschine ist echt laut, ne? Wenn man das so nebenbei hört. So fällt mir das gar nicht auf, aber wenn ich jetzt dann so lauter reden muss, dann ist das schon, ja, das Video soll ja auch nicht lang gehen, soll ja quasi nur eine kleine Inspiration sein, dass eine Hochzeitskarte nicht immer simpel und weiß und schlicht sein soll, sondern auch einmal, bunt, verrückt. Deswegen habe ich meinen Mann geheiratet.
soll auch noch ein bisschen 3D sein, aber ich denke, das schaut eigentlich relativ gut aus, oder? Ja, okay, probieren wir mal. So ist die Reihenfolge. Und dann muss ich das quasi noch ein bisschen zurechtschneiden. Aber das passt echt so gar nicht dazu. Kamera läuft noch, gut. So. Dann habe ich gesagt, das Stück. So. Jetzt ist es zumindest schon mal ein bisschen leiser, die Spülmaschine. Okay, dann das. Und so habe ich auch mal wieder ein paar Papierreste verbastelt. Aber ich hebe mittlerweile nicht mehr alles auf, weil das würde überhand nehmen. Natürlich, jetzt macht sie noch einen Spülgang. Da noch einen drauf. Dann versehen wir die zwei auch mit 3D-Pads. Ne? Komm schon ab. So. Der kriegt auch, aber der ist schlank. Deswegen kriegt er zwei dünne Streifen. Der kommt schon mal weg. Der kann auch weg. Und schon schaut es nicht mehr so schlimm aus hier. Okay, dann holen wir uns ein paar Pailletten noch. Mal schauen, was ich da so nehme. Ich habe jetzt runtergeschmissen. Achso. Ein Anhängerchen. Ein bisschen zu viel. Und mein kleines Klebefläschchen. Mal ein wenig unterschiedlich. Ich glaube, da waren ein paar größere auch dabei. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann zum Schluss aussieht. Wie gesagt, wir sind auch nicht ganz knusprig. Wir haben einen Dachschaden, beide, ja. Sonst hätten wir nicht geheiratet. So.
denke, das ist okay, oder? Was sagt ihr? So eine kleine Karte zum Hochzeitstag, dass ich dran denke. Ich vergesse ihn gerne, ja. Aber ich finde sie ganz süß. Und die zwei, also ich fand die cool, als ich die gesehen habe, so musste bestellen. Ja, ich würde sagen, das reicht. Braucht mich nicht länger ertragen, beziehungsweise nicht länger die Spülmaschine. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss. Wünsche euch eine schöne kreative Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.